بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بيزنت متنبوخ العربية بين يديك، الوحدة الرابعة، الحياة اليومية، الدرس الخامس والثلاثون. Natürlich eine kleine Erinnerung: Jeder, der die Unterrichte hört, kann gerne mitmachen, jeden Samstag um 17 Uhr. Man kann mich einfach auf Instagram anschreiben und dann nachher kann ich den Link schicken. So, wir fangen dann inshallah an. التدريب الأول اقرأ ثم ضع علامة خطأ، also den X، بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة. Jetzt gebe ich ein bisschen dem Bruder Shahriyar Zeit, damit er diesen Text versteht. Was hast du verstanden? ماذا فهمت؟ التدريب ist ja die Übung. Ja. التدريب أول، also die erste Übung. اقرأ، also lies. ثم دع علامة، also ثم dann. Ja. دع heißt hören oder. Nee, in da von Wada'a legen. Leg. Ach so, legen. Legen, leg. Alama, Alama kenne ich nicht das Wort, aber Zeichen. Bijanib. Achso, Zeichen, okay. Ikra lies, thumma, da, dann lege ein Zeichen, also das Zeichen X. Bijanib al-Kalima, Kalima das Wort. Ja. Und Janib vielleicht das passende Wort oder Bijanib neben, neben, Janib. Okay, und ist das B ein B für mit, also heißt das mit? Genau. Genau, also B hat mehrere Bedeutungen. Okay. Und das muss man ein bisschen verstehen, so im Arabischen. Also am Anfang hat man dieses Problem, so wann benutze ich jetzt dieses B? Aber mit der Zeit kann man das eben verstehen. Alles klar. Natürlich, eine Bedeutung ist eben mit. Also das passende Wort Al-Mukhtalifa. Al-Mukhtalifa ist richtig, das, oder? Nee, مختلف und متطابق Also oder مختلف. نفس. مختلف ist das Gegenteil von متطابق. متطابق war das, was zusammenpasst. Ach so. Das, was nicht Dann passt, مختلف, sozusagen. Also. genau, was unterschiedlich ist, was anders ist. Okay. Was so aus der Reihe tanzt. Genau. Fi kulli majmu'a. Von allen. Von allen Majmur, von allen Wörtern. Nee, Wörter ist Kalima, aber von allen. Also es gibt mehrere Auswahlmöglichkeiten. Von allen muss man das Falsche eliminieren. Genau, jetzt Majmu'a kommt von Jama'a zum Beispiel. Ach so, Jama'a, Gruppe? Jamia. Genau, Gruppe. Ah, okay. Okay. Also von der Gruppe. Dann, genau. Dann fangen wir an. Raqam wahid. Tanamu. تنام ينام أي كلمة مختلفة؟ الكلمة ينام مختلفة. نعم، كلمة ينام مختلفة. ممتاز، يعني كلمة جيم. ينام مختلفة. تمام. رقم اثنين، تشاهد، تشاهدين، تشاهدين أي كلمة مختلفة؟ Oh, Entschuldigung, das da unten. Tushahidu, Kalimat, Tushahidu, Al-Muhtalifa, oder Muhtalifa. نعم، كلمة تشاهد مختلفة، تمام. رقم ثلاثة، الثالثة، الثانية، الثانية، أي كلمة مختلفة؟ الكلمة، الكلمات، الكلمات، ich muss kurz noch mal gucken. Al-Thalitha, Al-Kalimat Al-Thalitha Mukhtalifa. ممتاز. الكلمة الثالثة مختلفة في هذه المجموعة. نعم. في مجموعة أربعة أي كلمة مختلفة؟ Also wir haben Suhifa, Suhifa, Al-Suhifa. نعم. الكلمات الصحيفة مختلفة. ممتاز، أحسنت.
Zeit. Super. Ich weiß nicht, was jetzt. Achso, okay. طيب ننزل إلى التدريب الثاني. يقول علامة Kannst du mich jetzt hören? Kann ich jetzt hören? Okay, jetzt muss ich noch mal irgendwie. Das letzte, was ich gehört habe, war, was heißt Joomla? Genau. Ganz kurz, ich lade mal das Buch noch mal hoch. Da. Wollte ich hochladen. Zuletzt verwenden. Dokument. Wenn man so viele Dateien im Handy hat, passiert nichts. Kein Problem, inshallah. Okay. Und ich hoffe, dass die Aufnahme funktioniert. Mama Jumla. Jumla ma'naha Satz. Satz, ممتاز. طيب رقم واحد. أنام بعد الصلاة. أنام بعد الصلاة، لا أنام بعد الصلاة. أين الجملة المختلفة؟ الجملة لا أنام بعد الصلاة نعم. مختلفة. وما معنى لا أنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة معناها ich schlafe nicht nach dem Gebet. تمام. وأنام بعد الصلاة ما معناها؟ أنام بعد الصلاة معناها ich schlafe nach dem Gebet. أحسنت. طيب رقم اثنين أو اثنان. أغسل الملابس وسأغسل الملابس. أين الجملة المختلفة؟ أو أين الجملة المختلفة؟ الجملة سأغسل الملابس مختلفة. أحسنت. ما معنى سأغسل الملابس؟ Also wir haben gelernt, auch in, glaube ich, in der vorletzten Sitzung, dass das Sa, Sin und Alif, oder richtig, Sin und Hamza, ein Zeichen von also unmittelbarer Zukunft ist, oder? Also wenn man sagt, Sa'arsilul Malabis, Malabis heißt ja Kleidung, Ja. und ich werde die Kleidung waschen. Ich
Und أغسل الملابس معناها نعم معناها ich werde die Kleidung waschen. أحسنت. أو سوف أغسل الملابس، هذا أيضا مستقبل، das ist auch Zukunft. سوف، Das habe ich nicht ganz verstanden. Dann okay. nochmal. Also entweder sagst du سأغسل oder du sagst سوف أغسل. Ach so, Also okay. سوف hat auch diese Zukunftsform Ach so, oder also Bedeutung. der Satz bleibt gleich, aber nur vorne fügt man ein Sofa hinzu. Genau, also der sin geht weg und anstatt sin sagen wir dann sofa. Das ist dann ein einzelnes Partikel oder ein einzelnes Wort. Und dann erzählu, auch ein Wort. Und dann Herr Elmelabis. Ah, interessant. Natürlich, sofa und sin hat kleine, also Unterschiede in der Bedeutung, aber am Ende sind beide Zukunft. Inshallah, okay. طيب رقم ثلاثة أذهب الساعة السادسة أذهب الساعة السابعة وأذهب الساعة السادسة أين الجملة المختلفة؟ الجملة أذهب الساعة السابعة مختلفة. نعم ما معنى أذهب الساعة السابعة؟ أذهب الساعة السابعة معناها ich gehe الساعة السابعة سبعة أور أو 19 أور. نعم ممتاز. طيب رقم أربعة متى تذهب إلى البيت؟ متى تذهب إلى البيت ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أين الجملة المختلفة في هذه المجموعة؟ الجملة متى تذهب إلى المدرسة مختلفة. نعم وما معناها؟ الجملة متى تذهب إلى المدرسة معناها wann gehst du in die Masjid؟ مسجد أو مدرسة؟ in die مدرسة، in die Schule. genau in die Schule super. Ich habe eine طيب Frage, Ustad. Also wenn man نعم sagt, Mata tadhhabu ila al-madrasa, also könnte man auch das verstehen, also wann geht sie in die, in die Schule, also weil das tadhhabu ist nee, vielleicht auch mit weil sie gemeint. anti hat eine andere Form, eine andere Konjugation und zwar tadhhabina. Also Ah, bei okay. Enti fügt man noch ein Ja und ein Nun hinzu. Ah, Tadhhabina, stimmt. Tagsilina, Tusallina. Genau. Also wenn man Tethebu hat, ist eindeutig. Genau, ist eindeutig. Okay. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Nadhhabu ila al-safhat al-taliya. At-tadrib al-thalith. نعم Ich muss kurz raus. Oder ich ach bleibe so hier drin, okay aber ich pausiere nicht. فاتت طيب التدريب الثالث صل بين الجملة والصورة المناسبة kannst du mir sagen was das ungefähr bedeutet Still heißt verbinde zwischen Al-Jumla, also zwischen dem Satz und dem Bild. Wasura und dem Bild. Al-Munasiba und dem richtigen Bild. Also heißt das sowas wie verbinde zwischen dem oder passenden Bild und dem, Genau, zwischen dem passenden. Satz und dem passenden Bild. Genau, richtig. أحسنت. طيب, رقم واحد. يذهب إلى البيت بالحافلة. يذهب إلى البيت بالحافلة. Also ich würde sagen, ich habe vergessen, was Buchstabe heißt. Kalima? حرف Nee, Kalima heißt Wort. حرف Also ich habe das nicht verstanden also nochmal. حرف Harf, ah ja, stimmt, Harf. Harf, Alif. genau wir können zum Beispiel das Verb jetzt sil benutzen sil das eigentliche Verb ist wasala verbinden also Okay. er hat verbunden فنقول wir sagen dann nasilu wir verbinden al-jumla das den Satz
مع أو بالصورة mit dem Bild ألف Okay. Also نصل نصل نعم الجملة الجملة نعم بالصورة مع أو مع الصورة sag noch mal مع und dann بالصورة oder entweder مع الصورة oder بالصورة okay beide haben die gleichen Bedeutung. also ما سو aber okay ما صورتي ألف ممتاز نعم. طيب رقم اثنين أو اثنان يقرأ القرآن في غرفة النوم. يقرأ القرآن في غرفة النوم الجملة يقرأ القرآن في غرفة النوم Am Anfang kommt das Verb, ne? Nasamu oder Nasilu. Nasilu. Nasilu, al-Jumla, Nein. ma as-Sura oder ma al-Harf, Jim. Nein. Achsen. Natürlich, die Übersetzung werde ich am Ende sagen. Thalatha. يذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة. يذهب إلى المدرسة مدرسة الساعة الثامنة الجملة أو نصل لا نصل الجملة مع السورة دال ممتاز نعم. رقم أربعة يغسل الملابس في الحمام. يغسل الملابس في حمام أوكي نصل الجملة يغسل الملابس في حمام في الحمام في الحمام مع الحرف باء ممتاز نعم. خمسة تكنس غرفة النوم يوم العطلة. الجملة أو نس نس نسل نسل نصل نعم نسل الجملة تكنس غرفة النوم يوم العطلة مع الحرف هاء أحسنت نعم. أوكي jetzt die Bedeutung von يذهب إلى البيت بالحافلة er geht nach Hause mit dem Bus. يقرأ القرآن في غرفة النوم er liest den Koran im Schlafzimmer. Nummer 3 يذهب إلى المدرسة الساعة الثامنة er geht zur Schule um 8 Uhr. Nummer 4 يغسل الملابس في الحمام er wäscht die Wäsche in der Toilette oder im Bad, Badezimmer. Teknusu urfete naumi, du oder sie wäscht, wie heißt das, staubsaugt oder saugt den Schlafzimmer. Ja, den Staub. Yomel Otlati bei dem Feiertag. Okay. Kann man auch sagen Wochenende oder passt Wochenende nicht? Ehrlich gesagt, Wochenende heißt eigentlich Nihayat al-Usbu'. Nihaya ist das Ende. Al-Usbu', Wochen, die Woche. Deswegen, okay. Utla ist eigentlich Ijaza, also Urlaubstag, Feiertag. Okay. Also, wie gesagt, wenn man übersetzt, muss man eigentlich nach der Bedeutung übersetzen. Richtig, Aber richtig. Am Anfang, ich sehe bei den Anfängern, sei es die Deutsch lernen oder die Arabisch lernen, die sagen immer, aber Utla heißt doch Ijazah, also Urlaub. Warum sagen wir jetzt Wochenende? Die fragen immer diese Fragen und deswegen übersetze ich das immer wortwörtlich. Allahu a'lam, ob ich das jetzt richtig mache oder falsch mache. Ja, aber ich verstehe, okay. Okay. التدريب الرابع صل بين السؤال والجواب. ما معنى صل بين السؤال والجواب؟ التدريب العربية also die vierte Übung صل verbinde الرابع zwischen
Arabia. Ja. Still Baina verbindet zwischen Asul, also السؤال. Sual haben wir gelernt, war Frage, wal Ja. Jawab verbindet zwischen der Frage und der Antwort. Genau. طيب. السؤال الأول متى تستيقظ؟ الجواب Also, Mata tastayqidhu, also, ich glaube, wann stehst du auf? نعم. Al-Jawab, astayqidhu عند الفجر. Ich stehe zum ممتاز. Fajr auf. Genau. طيب رقم اثنين أو اثنان. أين تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ Wo betest du das Jumma-Gebet? Okay. Usalli oder Al-Jawab. Usalli Jumma fi Masjid al-Kabir. Ich bete أحسن. Jumma, das Freitagsgebet in der großen Moschee. نعم. رقم ثلاثة. أين تصلي الفجر؟ أين تصلي الفجر؟ Wo betest du das Fajr-Gebet? Al-Jawab. أصلي الفجر في المسجد. نعم، أصلي الفجر في المسجد، وما معنى أصلي الفجر في المسجد؟ نعم، wiederholen, Entschuldigung. ما معنى أصلي الفجر في المسجد؟ Okay. أصلي الفجر في المسجد معناها ich bete Fajr in der Masjid, in der Moschee. نعم، أحسن. رقم أربعة، هل تنام بعد الصلاة؟ هل تنام بعد الصلاة معناها schläfst du nach dem Gebet? الجواب لا لا أنام بعد الصلاة. Nein, ich bete ich schlafe nicht nach dem Gebet. نعم، أحسنت. Dann gehen wir zur nächsten Seite. نذهب إلى الصفحة التالية. الصفحة الأخيرة، die letzte Seite für heute. Das muss ich ein bisschen so machen. Okay. التدريب الخامس. اقرأ الفقرة ثم أجب. Also lese den Paragraph. Zum dann antworte. Iqra, lo samacht. Dies bitte. Lo samacht heißt bitte. Den Paragraph nicht. Nein. Usra tuh mada la tanamu ba'da sola. Usra tu Ahmed. Achso, Entschuldigung. Usra tu Ahmed la tanamu ba'da sola. يوم العطلة. نعم. Kann ich erstmal einzeln übersetzen oder danach? Wir könnten das jetzt übersetzen, wäre besser, glaube ich. Das ist einfacher dann, richtig. Ja. Also, Usra Ahmed la tanamu. Also, Ahmed sagt, ich schlafe nicht nach dem Gebet am nicht ganz. Urlaubstag. Was heißt Usra? Also, verändern mal Usri Yusra, vielleicht hat es damit zu tun, oder? Nee, Usri ist mit Ein und heißt dann Schwierigkeit. Aber Usra heißt Familie. Also die Familie von Ahmed, Usra tu Ahmed, la tanamu ba'd as-salati yawm al-'utla. Also schläft nicht nach dem Gebet am Wochenende oder am Feiertag. Könnte man auch sagen, Al-Ahmed? Al-Ahmed könnte man nicht so sagen. Warum? Weil Al Ahmed sind sowas die Leute, also die Nachkommen von Ach Ahmed. So. Also Enkelkinder, die Enkelkinder und so weiter. Also die ganze, den Familienbaum. Okay. Weil ich dachte, Quran Surah Ali Imran heißt die Familie von Imran. Aber damit sind Wie Nachkommen gesagt, genau, genau richtig. Okay. Wird auch öfters als Leute von so und so übersetzt. Also das habe ich auch manchmal in einigen Übersetzungen gesehen.
Damit sind, glaube ich, so Mariam und Isa gemeint, nicht? Also bei Ali Imran, oder? Ali Imran. Ja, könnte man sagen, ja. Genau. Okay. Also Usra, die Familie, also kann man sagen Familie von Ahmed oder Ahmeds oder Familie oder wie würde man übersetzen? Ja, Ahmeds Familie oder die Familie von Ahmed, beides geht. Also von der Bedeutung her aus. Okay. Die Familie von Ahmed schläft nicht nach dem Gebet am Urlaubstag. Taha yaknusu ghurfat al-julus. Also, wäre gut, wenn ich übersetze, wegen der Zeit. Taha saugt Staub im Wohnzimmer. Ghurfat al-julus. Oder, ja, genau. Nächster Satz. Wa Fatimatu taknasu ghurfatan naum. Genau, und sie staubt den Saug. Sie saugt den Staub im Schlafzimmer. Wa Ahmadu yaghsilu al-malabis. Und er wäscht die Wäsche. Wa Latifatu takwil malabis. Tamam. Und Latifa bügelt die Kleider. Wa Jadda taghsilu al-atbaq. Nam. Wal Jadda taghsilu al-atbaq. Und die Oma. Wal Jadda taghsilu al-atbaq. Nam. Und die Oma wäscht das Geschirr. Wal Jaddu yaqra'u al-Qur'an. Nam. Und der Opa liest Koran. طيب. Das ist ein schöner Text, weil der beinhaltet alle Vokabeln, die wir so gelernt haben. Genau, richtig. Also langsam wird es auch anfangen, dass wir Texte nur noch lesen. Inshallah. Und السؤال الأول, ماذا تفعل الجدة? Also die erste Frage, was macht also was macht die Oma? Achso, das muss ich selber beantworten, nicht? Also, genau, musst du selbst beantworten. Ups. Wal Jadda oder Al Jadda Tarsilul Atbaq. Also die Nam. Oma wäscht das Geschirr. Nam, Ahsan. Rakam Ithnain. Au Ithnain. Mada yaf'alu Ahmed? Mada yaf'alu Ahmed? Was macht Ahmed? Ahmed, also wir wissen eigentlich nur Ahmed, la tanamu ba'da salah yawm al-wada. Ahmed wird noch erwähnt in der zweiten Zeile. Ja. Ahmed, yaghsilu al-malabis, Ahmed wäscht die Kleidung. Nam, so. Mada taf'alu Fatima? Fatima taknusu ghurfat an-naum, also Fatima saugt den Staub am Schlafzimmer. Genau. Raqam 4. Madha taf'alu Latifa? Madha taf'alu Latifa? Was macht Latifa? Latifa takwil malabis. Latifa wäscht oder nee, Latifa bügelt die Kleidung. Nam. So. Raqam 5. Mada yaf'alu Taha? Was macht Taha? Taha yaknusu ghurfat al-julus. Also Taha saugt den Staub im Wohnzimmer. Nam. Raqam 6. Mada yaf'alu al-jad? Mada yaf'alu al-jad? Was macht der Opa? Al-Jad yaqra'u al-Quran. Der Opa liest Koran. Ja. Wir versuchen, inshallah, das in 4 Minuten zu machen. At-Tadrib al-Sadis. Iqra al-Fiqra, thumma ajib. Also liest den Text und den Paragraph und dann antworte.
Wenn du erlaubst, würde ich dann lesen und dann übersetzen. Gerne. Und beantwortest dann die Fragen. Yastayqizu Tahirun عند الفجر. Also Tahir wacht am Fajr auf. ويتوضأ في البيت. Und er macht den Wudu zu Hause. ويذهب إلى المسجد. Und er geht zur Moschee. يصلي طاهر الفجر في المسجد. Er betet das Morgengebet in der Moschee. طاهر يقرأ القرآن. Er liest den Koran, also Tahir liest den Koran. ولا ينام بعد الصلاة. Und er schläft nicht nach dem Gebet. طيب. الآن متى يستيقظ طاهر؟ طاهر يستيقظ عند الفجر. نعم. وأين يذهب؟ يذهب إلى المسجد. أحسنت. Natürlich habe ich jetzt die Reihenfolge anders gemacht. هل ينام بعد الصلاة؟ Also schläft er nach dem Gebet? Ich muss kurz mal gucken. Was sind jetzt von dir? La und dann La yanamu ba'da salat. نعم. أين يتوضأ؟ يتوضأ في البيت. نعم. أين؟ Was heißt nochmal يتوضأ؟ Das soll ich wissen. Er macht Wudu. Ah ja, okay. يتوضأ. Okay. يتوضأ. أين يصلي الفجر؟ Wo betet er Fajr? Mhm. يصلي الفجر في مسجد. في المسجد. أي يصلي الفجر في المسجد. نعم. ماذا يفعل بعد الصلاة؟ ماذا يفعل بعد الصلاة؟ Was macht er nach dem Gebet? يقرأ القرآن. نعم. أحسن. Dann sind wir hier inshallah fertig. Hast du irgendwelche Fragen? هل لديك سؤال؟ لا. Was heißt, ich habe? Also ich habe keine Frage, oder? ليس لدي سؤال. ليس لدي سؤال. نعم. أوكي. بارك الله فيك. وفيكم. إذن والحمد لله رب العالمين. ربنا عافنا وعافنا واحفظنا.